So, Pengs, Servus und Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal Checker Plays zu Transport 4x2 und zurück zu meinem ersten Projekt, meiner ersten Staffel Freifeld, ein Schönbauprojekt. Für alle, die mich kennen, schön, dass ihr wieder reinschaltet. Für alle, die mich noch nicht kennen, schön, dass ihr mich gefunden habt. Und yo, ich wiederhole und wiederhole und wiederhole mich. Ich warte auf meine neue Hardware. Alienware hat sich noch nicht gemeldet. Im Internet steht als Liefertermin weiterhin der 1. Oktober. Ich hoffe, es bleibt auch dabei und verzögert sich nicht. Bis dahin gibt es weiterhin Lückenfüller im Sinne von kleinen Videos hier für euch auf YouTube. Und dessen, dass wir gesagt haben, wir lassen die Staffel 1 wieder auferstehen im Sinne der Performance-Steigerung, die wir hoffentlich mit der neuen Hardware erwarten, bin ich schon dran und baue auch schon mal ein bisschen rum, bevor es dann aber richtig losgeht mit der neuen Hardware. Ebenfalls wird es dann natürlich auch eine neue Staffel 3 geben. So, heute habe ich Lust, eine Tankstelle zu bauen. Es gibt schon eine in Freifeld und zwar hier. Und jo, Performance-Mods mäßig schlecht. Finde ich ganz cool, sieht gut aus. Schöne Tankstelle. Und wir haben sogar noch eine zweite Tankstelle. Ich glaube, die ist grundsätzlich mal vom von derselben Mod, nur mit einer anderen Farbgebung im Spiel, würden wir mal sagen. Also auch ein anderer Pächter oder eine andere Tankstellengruppe, gell, so ist besser gesagt. Jo, und diese zwei Tankstellen sind bisher die einzigen und jetzt möchte ich an einem Ort, wo bei weitem noch nichts zum Tanken ist, hier drüben ganz vorne an der Messe einfach eine neue Tankstelle bauen. Der liebe SM1 hat auch, glaube ich, eine recht aktuelle neue Mod dafür rausgebracht, hinsichtlich einer Tankstelle. Also bietet sich sie an, dass wir die auch gleich verbauen. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie viele Tankstellen-Mods es gibt. Ob es jetzt nur die alte gibt, die ich euch eben gezeigt habe, und diese neue. Oder ob es sogar noch mehr Mods gibt, wo ich einfach gar keinen Kenntnisstand drüber habe. Wie dem auch sei, wir legen einfach mal los. Platzieren das Ding hier. Und da gibt es noch einige andere Sachen dazu. Und zwar würde ich die Tankstellenwäsche noch mit platzieren. Oder die Waschanlage, die kommt hier hin. Und dann gibt es noch ein Nebengebäude. Das sieht eigentlich gleich wie die Waschanlage aus. Könnte eine Werkstatt sein oder auch nur eine Waschanlage. Brauche ich nicht, sonst wird es mir zu groß. Passt schon so, finde ich schon gut. Und jo, dann ziehen wir uns erstmal ein paar Straßen rein. Das mit den Straßen ist auch immer so eine Sache, ja. Die sind ja wirklich nötig. Vor allem, wenn du es funktional haben willst, aber auch generell, um einfach aus solchen Straßensystemen über den Bordstein hinweg, naja, so den Abzweig zu haben, ja. Und das ist schade, dass es eigentlich keine Straßen gibt, jedenfalls kenne ich keine, wo hier nicht so eine Umrandung sind und damit eine bessere Ausfädelung über den Bordstein hinweg möglich wäre, die dann nicht so prägnant aussieht. Hm, kann man mir folgen? Ich weiß es nicht. Die Ampeln kommen weg. Dann machen wir eine schöne Textur. Asphalt 100. Bitte. Ja, also in dem Spiel bin ich absolut nicht bio, gell? Das ist schon eine Katastrophe. Vielleicht sollte ich mal tatsächlich ein richtiges, großes Waldgelände bauen. Füllt ja auch Fläche. Und ein paar Wanderwege zwischendurch, wenn ich das gerade so sag, ist vielleicht gar nicht so schlecht die Idee. So, dann brauchen wir wie immer irgendwas zum Abgrenzen, zum Abzäunen. Ganz typisch deutsch auf jeden Fall. Ich nehme mal die wilde Hecke. Höhenabstufung aus. Die kommt mal hier eigentlich einmal komplett rum. Zack. Zack. Und genau, hier drin dann auch. Sind wir doch auf dem richtigen Weg. Dann ein paar Parkplätze. Gut. Dann vom lieben Modder Dunkel. Wo war es denn gewesen? Was hier? Ja, der hat nämlich noch Ladestation. Da machen wir mal Blanco. Also was heißt Blanco? Eine, die nicht in Betrieb ist. Nicht in Betrieb. Nicht in Betrieb. Nicht in Betrieb. Nicht in Betrieb. Und dann gibt es auch noch eine niedrig angesteckt. Die ist in Betrieb. So, und richtige Elektrofahrzeuge. Ich weiß gar nicht, ob es klar ausgewiesene Elektrofahrzeuge in TPF2 gibt. Ich nehme mal den hier und das natürlich in grün. Zack. Und dann nehmen wir noch ein paar Autos mehr, die hier stehen. Aber wie es so ist, so viele Elektroautos gibt es noch nicht. Also auch hier an der Tankstelle eher weniger.
Verkehrszeichen dürfen auch nicht fehlen. Und wir machen hier nur Ausfahrt. Und hier nur Einfahrt. Dann brauchen wir den bekannten Klimbim. Und ich schlag mal vor, genau, ein bisschen Seifenlaugenbehälter für die Waschanlage. Für die Autowaschanlage. Gerade frisch angeliefert. Noch ein Container oder Schuttcontainer. Warum, wieso, wofür auch immer. Ein paar generelle Mülleimer. Komm, damit nehmen wir die Wertstofftonnen auch noch. Dann nimmt das Ganze schon Form an. Preisanzeiger brauchen wir noch. Den stellen wir hier so auf. Personenassets sind sicherlich wichtig. Fertig ist die Laube. Kurz und schmerzlos, so wie angekündigt, ein ganz schnelles Video und mir taugt's. Also auch nochmals vielen lieben Dank an den SM1. Das ist Top-Mod, vor allem im Schönbau und um dann auch Fläche im Schönbau wettzumachen. Hier in dem Fall in Freifeld. Was soll ich noch dazu bauen? Fehlt euch noch was? Meistens seid ihr tatsächlich zufrieden, auch wenn ich es immer ein bisschen spartanisch oder doch mager vom Detaillierungsgrad her finde. Aber schreibt gerne in die Kommentare, wenn euch noch was fehlt, dann ergänze ich sehr gerne und lasst natürlich sehr gerne Like da. Und noch wichtiger, ein Abo, wenn noch nicht geschehen. Kostenlos, macht mich glücklich, ich würde mich freuen und freue mich dann auch mit im nächsten Video wieder mit euch gemeinsam. Sagt bis dahin, genießt die letzten schönen Sommer, Spätsommertage und die Sonne. Macht's gut, bleibt gesund, bis dann, euer Checo. Bye, bye, servus.